Ja, liebe Trainer, lieber Herr Schaub, lieber Herr Hangartner, erstmal Glückwunsch zur Wiederwahl. Und es freut mich wirklich, über dieses Thema zu Ihnen sprechen zu dürfen, weil ich oft finde, dass bei der Kommunikation zwischen Wissenschaftlern und Trainern so beidseits manchmal eine Problematik aufgebaut wird, die nicht unbedingt erforderlich ist. Und ich glaube auf der anderen Seite aber auch, dass vielleicht, weil der Fußball ein echter Wirtschaftsfaktor geworden ist, nicht nur in den ersten Ligen, dass sie zunehmend mit Dingen zu tun haben, wo sich zum Beispiel Firmen, die ihnen was anbieten, oder ihre eigenen Fitnesstrainer oder wer auch immer auf wissenschaftliche Erkenntnisse beruft und sagt, das ist doch belegt. Und ich glaube, es ist nicht schlecht, wenn man dann ein wenig sich einen eigenen Eindruck machen kann darüber, ist das wirklich gut belegt oder ist das eigentlich nur etwas, was mir da jemand erzählt. Dies soll jedenfalls der Versuch sein, Sie ein wenig in die Lage zu versetzen, mindestens mal die richtigen Fragen zu stellen und möglichst an den richtigen Stellen zu zweifeln. Es soll auf keinen Fall der Versuch sein, Sie den Abstand zur Wissenschaft zu vergrößern. Ich werde versuchen, am Ende diese Klammer auch noch zu finden und Ihnen ein paar Fragen an die Hand zu geben, mit denen man meiner Meinung nach gut durch den Alltag kommen kann, wenn man mit diesen Dingen konfrontiert wird. Ich kann mich ganz gut erinnern, dass vor, ich weiß auch nicht, einigen Jahren ich das erste Mal so das Gefühl hätte, Mensch, es hätte ein wenig wissenschaftliche Sichtweise gut getan bei Daten, die durch die Öffentlichkeit gingen, die sich mit der Trefferquote beim Elfmeter auseinandersetzten. Diese Zahlen hier sind nicht echt, die habe ich mir ausgedacht, aber sie entsprechen etwa der Tendenz. Also in vielen Zeitungen oder auch im Fernsehen wurde berichtet darüber, dass Elfmeter, tausende Elfmeter ausgezählt worden sind und dass verschiedene Trefferquoten in den, wenn man das Tor durch sechs teilt, in den verschiedenen Regionen des Tores sind. Und wie Sie hier schön sehen können, haben wir die höchsten Trefferquoten oben und insbesondere oben in der Ecke. Und daraus wurde dann durchaus, wie ich jetzt meine, relativ platt geschlussfolgert, na gut, dann müssen Sie da halt hinschießen, weil da ist die Trefferquote am größten. Und hier hätte, glaube ich, wirklich ein wenig nur kritische, das ist vielleicht gar keine wissenschaftliche, nur eine kritische Herangehensweise schon dazu geführt, dass man das natürlich so nicht ableiten kann. Ja, wer auf das obere Eck zielt, der kann hier, der kann rechts vorbeischießen, der kann oben vorbeischießen, der kann da vorbeischießen. Wer in die Mitte zielt, der wird wahrscheinlich, selbst wenn er das nicht trifft, immer noch das Tor treffen. Insofern gibt es eine ganz simple Logik, die diese Auszählverfahren eigentlich ad absurdum führt. Sie müssten den Schützen schon vorher fragen, wo er denn hinschießen will. Ansonsten kann man das überhaupt nicht entscheiden. Also manche Statistik ist wirklich ganz offensichtlich, ich möchte fast sagen, wissenschaftsbedürftig. Dennoch kann man sicherlich sagen, dass die Wissenschaft, das ist nicht nur im Fußball so, sondern im Leistungssport insgesamt, nicht immer den perfekten Ruf genießt. Und ich glaube, das liegt auch manchmal daran, dass wir unsere Ergebnisse schlecht kommunizieren, selbst wenn wir sie mit ihnen gemeinsam gewinnen. Also es begegnet einem immer wieder das Image vom Elfenbeinturm. Oft wird Wissenschaft auch mit Statistik gleichgesetzt. Ich darf Ihnen aber jetzt schon versprechen, dass bis auf eine ganz kleine Anmerkung ich zur Statistik gar nichts sagen werde. Allemal werden viele wissenschaftliche Erkenntnisse oder zumindest ihre Kommunikation als unverständlich wahrgenommen. Hier sollte man aber, glaube ich, mindestens ein erstes Missverständnis ausräumen. Die Wissenschaft, ganz grob, unterteilt sich sicherlich in Grundlagenforschung. Mit der sollten Sie eigentlich relativ wenig zu tun haben, selbst wenn die ihre Bedeutung hat. Ja, wer Grundlagenforschung hat, der hat meistens sogar mehr Geld in der Kasse als Universitätsprofessor. Und angewandte Forschung. Und diese angewandte Forschung, um die soll es hier gehen. Und wenn angewandte Forschung gut ist, dann befasst sie sich genau mit den Fragen, die Sie eigentlich haben. Das setzt natürlich auch voraus, dass man diese Fragen kennt. Das setzt in der Kommunikation natürlich auch voraus, dass Sie diese Fragen formulieren und möglichst an uns herantragen. Ja, beispielsweise haben wir den Herrn Engel in der Kommission Sportmedizin. Wenn es sportmedizinische Fragen sind, dann wird er uns die sicherlich kommunizieren. Aber es gibt ja auch andere Wege oder ganz direkte Wege, dass das möglich ist. Ich habe hier dazugefügt, sofern Sie beantwortbar sind. Es ist natürlich nicht so, dass jede Frage, die im Raum steht, mit einem Schnipp beantwortet werden kann. Und manche Fragen sind auch mit einer wissenschaftlichen Studie einfach nicht angehbar. Und um das zu entscheiden,
benötigen wir wieder die Kommunikation und wir müssen dann eben auch sagen, was kann man machen und was kann man nicht machen. Ja, beziehungsweise wenn diese Studie 10 Millionen Euro kosten würde, dann ist sie vielleicht eben auch nicht umsetzbar. So viel zur Vorrede. Und ich denke, es sind aber vielleicht noch einige grundlegende Statements erforderlich, die zum Verständnis mancher Studie helfen, die auch zum Verständnis dessen helfen, was manchmal im Umfeld wissenschaftlicher Erkenntnisse so passiert. Also zum einen, wenn es sich um große Effekte handelt, also etwas wird Ihnen angeboten und wirkt wunderbar, Sie vom Abstiegskandidaten werden Sie zum Meisterschaftskandidaten, dann ist es eigentlich überhaupt kein Problem, große Effekte in Studien nachzuweisen. Also wenn etwas angepriesen wird mit wunderbar effektiv, dann ist Ihre Frage, ist das denn belegt? Umso berechtigter, weil das ist das Einfachste, was es gibt. Große Effekte lassen sich eigentlich immer einfach nachweisen. Wenn dann die Antwort kommt, es gibt halt noch keine Studien. Also entweder ist dann das Produkt oder das Verfahren, worüber geredet wird, sowas von neu, dass man eigentlich noch gar nichts darüber weiß, dann lässt man besser die Finger davon. Denn ein klein wenig Basis sollte vielleicht da sein, bevor ich das in meine Mannschaft integriere. Wenn es keine Studien gibt, hat das meistens den Grund, dass kein Wissenschaftler meinte, es ist interessant genug, das zu beforschen. Und das ist sicherlich ja auch ein Argument. Sprich, großer Effekt, aber noch nicht erforscht, Finger davon. Eine Frage, die untersucht wird, die sollte nicht so formuliert sein, dass sie nur eine wissenschaftliche Community versteht. Eine vernünftige Forschungsfrage verstehen auch Sie. Und ein vernünftiger Forscher kann Ihnen die auch erklären. Und etwas, was ich ganz wesentlich finde, das ist der Placebo-Effekt. Ganz viele Dinge werden Ihnen angepriesen und haben einen, wie auch immer, gearteten großen Effekt. Nun ist es aber so, wenn Sie irgendwas machen und wenn Sie einem Sportler Salzwasserlösung zum Schlucken geben, die sicherlich keinen Effekt hat, dann gibt es immer diesen sogenannten Placebo-Effekt. Einfach weil etwas gemacht wird. Den gibt es auch im Fußball, gar keine Frage. Der Placebo-Effekt ist eigentlich sogar ein guter Effekt. Wenn ich den auf irgendeine Art und Weise erzielen kann, bringt er mir einen Vorteil. Und ich habe meistens relativ wenig Nebenwirkungen. Ja, sagt ja das Wort Placebo schon. Ich verabreiche etwas, von wo ich eigentlich davon ausgehe, dass es keine Wirkung hat. Die Wirkung kommt nur dadurch zustande, dass ich es verabreiche. Also man sollte den Placebo-Effekt im Hinterkopf haben. Wenn irgendetwas einen kleinen Effekt hat, dann hat ein Placebo diesen Effekt in der Regel auch. Nur ein Placebo ist manchmal ungefährlicher. Es gibt natürlich nicht nur Studien im Fußball. Es gibt viele, viele Studien in einfacher aufgebauten Sportarten. Und wenn Sie damit zu tun haben, wird das sehr häufig Radsport sein oder Laufsport, weil das die messbarsten Sportarten sind. Aber es gibt eine Menge Komponenten, die der Fußball aufweist, die in diesen beiden Sportarten überhaupt nicht vorkommen. Die sind zyklisch, die haben keine Wendungen, das sind reine Ausdauersportarten. Fußball ist viel multifaktorieller, kommen wir gleich nochmal drauf. Daher sind nicht alle Ergebnisse, die im Radsport gültig sind, automatisch auch im Fußball gültig. Besser sieht es vielleicht aus, wenn Sie Ergebnisse aus einer Sportart haben wie Hockey. Ja, Hockey hat zumindest mal einige Dinge, die verwandt sind. Spielfeld ist ähnlich groß, die Spieldauer ist ähnlich, die Bewegungsformen, die da auftauchen, sind ähnlich. Da ist man schon näher dran. Also dort auch sicherlich Augen auf. Ganz wesentlich, selbst wenn Ihnen, das gilt gerade im Bereich so der Nahrungsergänzungsmittel, wenn Ihnen eine Studie präsentiert wird, die Ihnen möglicherweise, und Sie haben kritisch drauf geguckt, die Ihnen möglicherweise sagt, das könnte einen Effekt haben. Es gibt dieses üble Wort des Publikationsbias. Längst nicht jede Studie wird veröffentlicht, gerade auf dem Sektor. Gerade im Bereich Nahrungsergänzung. Von 10 Studien werden oft nur 2 veröffentlicht. Warum? Weil die anderen 8 negativ ausgehen und weil die Firmen, die das anpreisen, die Studie bezahlen und sich dementsprechend auch vorbehalten, ob die Ergebnisse veröffentlicht werden. Also seien Sie da skeptisch. Dieser Publikationsbias, also das Nicht-Veröffentlichen von negativen Ergebnissen, ist gerade auf diesem Sektor sehr groß, aber auch auf anderen Sektoren zu finden. Man kann sich eigentlich überlegen, wo das der Fall ist. Nämlich dort,
wo Studien von Firmen bezahlt werden. Die haben ein Interesse. Die großen Pharmafirmen, wenn es um die Dinge geht, die über die Krankenkassen verordnet werden, da gibt es ein anderes System. Da müssen Sie eine Studie anmelden in einem bestimmten Register und erst dann dürfen Sie sie durchführen. Das ist überhaupt nicht der Fall bei irgendwelchen Sportstudien. Das heißt, der Auftraggeber, der Geldgeber, kann in der Regel darüber entscheiden, ob veröffentlicht wird oder nicht. Das sollte man im Auge haben. Nicht jeder Anbieter kennt sich wirklich aus damit. Das heißt also, manchmal ist es sehr, sehr berechtigt, kritische Fragen zu stellen. Und ganz wichtig, auch Wissenschaftler haben Eigeninteressen. Auch ich, ganz klar. Ja, vielleicht möchte ich nach der ersten Studie, dass mir die zweite auch noch finanziert wird. Vielleicht möchte ich auf dem Sektor, den ich da beforscht habe, besonders bekannt werden. Ja, das darf man nicht. Wissenschaftler sind ja nicht irgendwelche neutralen Wesen, die ohne Zusammenhänge arbeiten. Also sicherlich auch dort ein wenig Zurückhaltung. Und letztlich, in dem Moment, wo eine Firma es nötig hat, bekannte Spieler oder Trainer für ein Produkt zu bemühen und sonst keinerlei Argumente liefert, spricht das sicherlich sehr dagegen, dass das etwas ist, was Sie gebrauchen können. Das waren aber ja nur einige Grundsätze zur Bewertung, die noch gar nichts mit Studienmethodik zu tun haben, die Ihnen eigentlich nur, finde ich, eine gesunde Skepsis erlauben sollten. Kommen wir zu fußballspezifischen Dingen, denn die Studien und die ich Ihnen nachher noch zeigen möchte, sind alle aus dem Fußball. Da gibt es natürlich Forschungsaspekte, die in anderen Sportarten oder bei anderen Studien nicht auftauchen. Also einmal ist es das bereits angesprochene Gefüge der für die Leistung wichtigen Faktoren. Fußball ist eben keine reine Ausdauersportart. Es ist nicht mal eine reine physiologische Sportart. Es kommt Technik, Taktik dazu und es kommen noch ganz andere Aspekte dazu, die vielleicht sich gar nicht so sehr in dem medizinisch-physiologischen Bereich bewegen. Ja, auch psychologische, gar keine Frage. Und deswegen ist es relativ schwierig, aussagekräftige Zielparameter für eine Untersuchung zu finden. Während Sie beim Radsportler zum Beispiel sagen, wenn irgendetwas, was ich mache, die Leistung im Zeitfahren verbessert, dann ist das für den Radsportler sicherlich relevant. Weil Zeitfahren, wer gut Zeit fährt, ist sicherlich ein guter Radfahrer, zumindest auf dem Sektor hat er dann einen Vorteil. Wenn ein Fußballer seine 10.000 Meter Zeit verbessert, ist das vielleicht nett. Vielleicht ist es auch ein kleiner Vorteil, aber es ist ein weitaus geringerer Vorteil, als man ihn bei der Messung im Radsport bekommen könnte. Also solche einfachen Messungen funktionieren schon mal nicht. Auch einige Messungen im Bereich so der Spielanalyse, Matchanalyse mit den Tracking-Daten wurden zunächst, möchte ich fast sagen, ein wenig gehypt in der Richtung. Es hat sich dann herausgestellt, dass es eben sehr viele Abhängigkeiten gibt von Gegnern, von Konstellationen in der Tabelle, von Rückrunde, Vorrunde, erste, zweite Halbzeit, dass auch das mindestens mal etwas relativ Schwieriges ist. Und das, was wir messen können im Moment, was wir gut messen können, sind ja auch meistens, selbst beim Tracking-Bereich, physiologische Daten. Dann haben wir natürlich mit anderen Problemen zu tun, die zumindest im Spitzenbereich, aber auch beinahe fußballspezifisch sind. Es ist wirklich nicht einfach, Top-Mannschaften, Top-Spieler zu bekommen. Bekommt man sie aber nicht und muss auf tiefere Klassen ausweichen, ist natürlich die Übertragbarkeit der Ergebnisse in den Top-Bereich wieder schwierig. Das heißt also, Augen auf bei einer Studie, wer hat denn da teilgenommen? Sind die Teilnehmer auch von einer Kategorie, dass die Übertragbarkeit auf meine Mannschaft gegeben ist? Wenn meine Mannschaft jetzt in der 6. Liga spielt und die Studie ist in der 1. Bundesliga gemacht worden, heißt das noch lange nicht, dass die Daten für mich auch relevant sind. Und umgekehrt natürlich. Allerdings ist es so, tieferklassige Mannschaften sind eben leichter zugänglich. Deswegen werden sie häufig Daten bekommen aus Mannschaften, die tieferklassig sind. Insbesondere die Studien, die von ihrer methodischen Anlage besser sind, sind häufig in tieferklassigen Mannschaften durchgeführt. Je weiter sie nach oben kommen, umso mehr Kompromisse müssen sie häufig machen und umso simpler sind die Studien aufgebaut, weil sie den Alltag nicht stören sollen. Deswegen haben sie dort oft, sagen wir, Daten schlechterer Qualität. Während sie weiter unten Daten haben, die sie in die Spitze nicht so gut übertragen können. Da spielt natürlich auch das öffentliche Interesse mit und auch etwas, was wir in anderen Sportarten nicht haben. Wenn Sie in den Individualsportarten gucken, gibt es oft einen ganz klaren Saisonaufbau. Vorbereitungsphase,
Und dann gibt es da nochmal eine Trennung zwischen intensiver, extensiver Phase, Wettkampfphase und Zwischenphase und noch eine Wettkampfphase, sodass es wirklich Episoden gibt, wo man diese Sportler ganz gut gewinnen kann für Untersuchungen. Im Fußball ist der Terminkalender beinahe ganzjährig. Ja, wir haben zwar zweimal Vorbereitungsperioden, eine im Sommer, eine kürzere meistens im Winter, aber das ist es dann auch schon. Und dort haben die Trainer meistens auch einen sehr klaren Plan, was sie durchführen möchten. Wenn man Untersuchungen in der Saison machen möchte, ja, stört man halt dann doch auch die Abläufe innerhalb der Woche. Das macht es schon schwieriger. Und ich möchte nicht ganz unerwähnt lassen, dass es im Fußball Traditionen gibt, die es in vielen anderen Sportarten nicht gibt und die manchmal nicht so einfach zu brechen sind. Und wenn man dann kommt und möchte so etwas machen, zum Beispiel stellen Sie mal die Ernährung um oder so bei jemandem, der schon 10 Jahre spielt, ja, das ist alles keine einfache Geschichte. Da muss das Steak am Spieltag her, auch wenn die Wissenschaft mittlerweile seit Jahren sagt, das braucht man nicht. Ich habe versucht, wie ich diese Probleme, die hier auftauchen oder auch die Lösungen, die von wissenschaftlicher Seite angeboten werden, in so eine Struktur packen kann. Und habe dann aber auch gemerkt, es ist sicherlich unmöglich, sämtliche denkbaren Studien irgendwie in eine Struktur zu packen. Und dann habe ich mir überlegt, was wird Ihnen wohl am meisten angeboten? Das heißt, womit haben Sie wohl am meisten zu tun? Und ich denke, das sind zwei, ich möchte es mal so nennen, Studientypen. Das eine sind Studien, da geht es um Diagnostik. Das heißt also, irgendetwas wird gemessen, was für Sie Gewinn bringen könnte. Neue Informationen, die Sie auf andere Art und Weise nicht gewinnen können. Also wie kann man irgendeinen fußballrelevanten Zustand besser oder billiger messen? Das kann sowas sein wie, ob jemand ermüdet ist, das kann die Kraft sein, das könnte ein Mineralstoffmangel sein, der Körperfettanteil, es könnten auch psychologische Zustände sein. Vieles ist denkbar. Aber etwas, was Sie sonst nicht messen könnten, wo man auf Sie zukommt und sagt, Mensch, das ist doch ein Gewinn für Sie, das sollten Sie mal ausprobieren. Folgende Studien haben das belegt. Und das andere, das liegt vielleicht sogar noch mehr auf der Hand, sind Interventionsstudien. Das heißt, wie kann ich denn dadurch, dass ich etwas verändere, dadurch, dass ich eine Intervention vornehme, meine Mannschaft stärker machen? Ja, ich habe vielleicht eine Maßnahme, könnte eine Ernährungsmaßnahme sein, es könnte eine Trainingsänderung sein oder auch noch etwas anderes, die dazu führt, dass diese fußballrelevanten Zustände verbessert werden. Und so möchte ich es auch durchgehen. Zunächst jetzt ein paar Aspekte zu den Diagnostikstudien und im weiteren Verlauf dann ein paar Aspekte zu den Interventionsstudien. Die methodischen Ansätze in diesem Bereich der Diagnostikstudien sind meistens dreierlei oder viererlei. Und ich möchte auch nicht alle durchsprechen, sondern eigentlich im Wesentlichen die unteren. Es sei aber noch erwähnt, dass man bei allen Dingen, wo man etwas misst, sich immer ein bisschen Gedanken machen muss über die sogenannte Objektivität. Das heißt, wenn Sie das messen und Ihr Co-Trainer, messen Sie das Gleiche. Ein schönes Beispiel ist, wenn Sie Körperfett messen und Sie benutzen eine solche Zange. Ja, Sie benutzen nicht die Bioimpedanz oder was anderes, sondern eine Zange, wo Sie an mehreren Stellen des Körpers messen, wie viel Fett ist da. Und zwei verschiedene Personen aus dem Raum hier machen das. Es wird kaum exakt das gleiche Ergebnis herauskommen. Auf der anderen Seite gibt es auch hochstandardisierte Verfahren, wie beispielsweise Blutwerte oder sowas. Da ist die Objektivität kein wirkliches Problem. Etwas anderes ist die Messkonstanz. Auch damit wollen wir uns hier jetzt nicht weiter auseinandersetzen. Aber ich will noch erwähnen, das ist nicht unwichtig. Also das ist quasi, wie reproduzierbar sind meine Messungen? Wenn ich heute etwas messe, also wenn ich heute die Körpergröße messe und ich messe sie morgen zur gleichen Uhrzeit, dann sollte ja möglichst das Gleiche rauskommen. Ja, das heißt, das hat eine hohe Reproduzierbarkeit. Aber es gibt auch andere Zustände, die sind fluktuierender oder aber Messmethoden, die das nicht so genau erfassen können. Die Körpergröße, die können wir gut messen. Das Körperfett zum Beispiel wieder weniger. Das, womit ich mich jetzt auseinandersetzen möchte, sind aber eigentlich Studien zur sogenannten Validität. Also wie gültig sind solche Messungen, die Ihnen jetzt vielleicht angepriesen werden. Und da macht man häufig Vergleichsmessungen mit einem bestehenden Standard, wenn es denn den gibt.
Bleiben wir bei dem Beispiel Körperfett. Es gibt eine sehr, sehr teure Referenzmethode, nennt sich Unterwasserwiegemethode. Die hat bloß kaum jemand zur Verfügung. Wenn Sie ein neues Verfahren haben, das Sie vergleichen wollen damit, dann würden Sie eigentlich die Menschen, die Sie messen wollen, einmal in diese Unterwasserwiegemethode legen und einmal würden Sie Ihr Verfahren durchführen, was Sie in Zukunft durchführen möchten. Das wäre so ein Vergleich. Es kann aber auch sein, dass eben ja, auch hier mit einer elektronischen Messanlage, das wäre zum Beispiel ein Standard für eine Zeitstoppung, wenn Sie zum Beispiel Sprinttests machen. Also auch das ist so ein typisches methodisches Beispiel dafür. Es kann aber auch sein, dass Sie mehrere Gruppen mit unterschiedlichen Eigenschaften vergleichen, von denen Sie das aber wissen, dass die unterschiedlich sind. Zum Beispiel eine Kreisklassenmannschaft mit einer Bundesligamannschaft. Und dann haben Sie eine bestimmte Erwartung an das Ergebnis und die sollte dann möglichst durch Ihre Untersuchung auch erfüllt werden. Wenn das nicht der Fall ist, dann können Sie das verwerfen. Für diese beiden letzten Ansätze und vielleicht noch so ein paar kleine Dinge daneben, möchte ich Ihnen einige wenige Beispiele nennen. Die erste Untersuchung, die befasst sich mit Laborwerten im Fußball. Und zwar ist es, kommt die aus dem bis vor einigen Jahren doch sehr gehypten sogenannten Milan Lab beim AC Milan, wo eben viel gemessen wurde. Und viele Wissenschaftler würden, glaube ich, sagen, man hätte auch etwas weniger messen können. Und ich will Ihnen mal hier sagen, was da gemacht wurde. Es wurden 44 Elite Antioxidant Supplemented Fußballspieler, das waren Profispieler des Vereins, die eben wirklich in den Top-Ligen Italiens spielten, die aber auch mit Antioxidantien, also mit Nahrungsergänzungsmitteln, komplett substituiert waren, verglichen mit 15 Medizinstudenten. Und dann wurden diese Parameter hier gemessen. Das ist beispielsweise das Heat-Shock-Protein, das ist Stickstoffoxid, das ist Glutathion-Reduktase. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Ihnen diese Parameter nicht bekannt vorkommen. Mir kommen sie auch nicht bekannt vor. Es sind sehr abgefahrene Laborwerte, die dort gemessen wurden. Und dann schließt man am Ende, die Ergebnisse zeigen, dass diese Laborwerte nützlich sind. Das ist eine kurze Zusammenfassung. Eigentlich war die noch etwas optimistischer, die dort gemacht wurde, weil nämlich sich ein Unterschied zeigt zwischen den Fußballspielern und der Kontrollgruppe. Und zwar, wenn man hier mal guckt, 4,6 zu 12,9, 23 zu 58, ein relativ großer Unterschied. Man würde dazu neigen, das ist ja eindrucksvoll. Also diese Werte sind wirklich offenbar etwas, da kann man was mit anfangen. Ja, aber es ist natürlich so, wenn Sie hier die Fußballspiele haben und Sie haben diese Medizinstudenten als Kontrollgruppe, unterscheiden die sich eigentlich nur in einer Eigenschaft? Fußballspieler, die zeichnen sich also dadurch aus, dass sie diese Sportart betreiben, Medizinstudenten betreiben sie nicht. Sind Fußballspieler Medizinstudenten ansonsten, kommen die aus der gleichen Klientel? Oder zum Beispiel die Medizinstudenten, haben die auch diese ganzen Antioxidantien bekommen? Ist es vielleicht so, dass mit dem Fußballspielen auch einige Verhaltensweisen einhergehen, die gar nichts mit diesen Parametern zu tun haben? Fußballspieler schlafen vielleicht weniger, weil sie abends viel spielen oder sie gehen hinterher aus oder Medizinstudenten machen das mehr, weil sie eben sich im Studium befinden. Sie haben also zwei Gruppen, die sich durch unheimlich viele Dinge voneinander unterscheiden und haben in diesen beiden Gruppen ziemlich ungewöhnliche Laborwerte gemessen, die sehr teuer sind. Und damit kommt man jetzt und sagt, diese Parameter brauchen Sie. Ja, also, es zeigt, ein Blick darauf, welche Gruppen hier untersucht worden sind, sind die wirklich vergleichbar? Ist es wert, dass die miteinander verglichen werden? Und ein weiterer Blick auf die Parameter, wo man zumindest erkennt, das sind keine Routineparameter, die man billig in jedem Labor bestimmen kann, würde uns sicher sagen, naja, diese Schlussfolgerung ist sehr gewagt. Auf der Ebene der Laborwerte geht es natürlich häufig um die Diagnostik von Ermüdungszuständen oder von Erholungsbedarf. Und etwas, was Sie dort häufig finden, sind Untersuchungen wie diese. Da werden zu verschiedenen Zeitpunkten in einer Mannschaft, dies ist eine 11-wöchige Saison gewesen, Parameter gemessen. In dieser Studie wurden weitere gemessen, wie zum Beispiel das Cortisol. Ihnen ist bestimmt schon mal der Begriff untergekommen, Stresshormon. Das Cortisol und manchmal auch Adrenalin und Noradrenalin werden als Stresshormone bezeichnet. Und insofern drücken sie einen bestimmten Status aus, in dem man sich angeblich befinden soll, wenn dieses Hormon eben ansteigt.
Und was hier dann noch verglichen wurde, waren die sogenannten Non-Starters, also die Ersatzspieler, mit den Spielern, die jeweils in dieser elfwöchigen Phase in der Startelf standen. Und es zeigt sich eigentlich, dass die Spieler, die in der Startelf waren, was das Cortisol angeht, deutlich niedriger liegen, beziehungsweise manchmal signifikant niedriger liegen. Hier sieht man es sehr deutlich, manchmal weniger deutlich. Und es wird dann messerscharf geschlossen, dass diejenigen, die in der Vorbereitungsphase sich qualifiziert haben für die Mannschaft, also die Starter, offensichtlich in einer besseren körperlichen Verfassung waren als diejenigen, die als Ersatzspieler in die Saison gegangen sind und deswegen den Stress der Saison besser abkönnen und niedrigere Cortisolwerte haben. Cortisol wird auch gerne als sogenanntes kataboles Hormon bezeichnet, während das Testosteron als anaboles Hormon bezeichnet wird. Gerne werden diese beiden Hormone auch zusammengemessen und es wird ein Quotient aus beiden gebildet. Und dann können Sie gelegentlich solche Verläufe finden. Die Interpretation ist zumindest sehr, sehr gewagt. Und ich darf Sie noch auf eins hinweisen, und das ist diese eine statistische Bemerkung, die ich angekündigt habe. Wer sich ein bisschen dafür interessiert, hier steht also der Mittelwert und der Standardfehler. Das macht man so nicht. In einer ordentlichen wissenschaftlichen Studie steht da immer die Standardabweichung, Standard Deviation, SD. Wenn Sie aber das nehmen, dann kriegen Sie immer hier Ihre kleinen Bäkchen. Die kriegen Sie immer schön klein. Das sieht so aus, als hätten Ihre Messungen keine großartige Streuung. Wenn Sie hier jetzt plötzlich die Standardabweichung, was korrekt wäre, einzeichnen würden, hätten Sie solche großen Balken da stehen und das Ganze sähe wesentlich schlechter aus. Ja, das heißt also, wer darauf gucken mag, das ist etwas, wo gerne mal Parameter, die total streuen, sozusagen in einem besseren Licht dargestellt werden sollen. Vielleicht ein paar allgemeine Anmerkungen zu den Laborwerten, zumal wir auch auf diesem Sektor relativ viel gemacht haben. Und ich glaube, dass gerade dort eine große Skepsis angebracht ist. Dort geht es auch oft schnell um viel Geld. Anschaffungen und vor allen Dingen, wenn man die wiederholt bestimmt, das ist keine billige Sache. Alle möglichen Laborwerte sind sicherlich in diesem Land in zugelassenen Labors hochstandardisiert zu bestimmen. Wenn Sie das mal vergleichen mit sowas wie der Körperfettmessung, sicherlich ein klarer Vorteil. Sie geben das in ein Labor und können dem Ergebnis sicherlich vertrauen. Dort gibt es Qualitätskontrollen, die sind etabliert. Das hilft weiter. Und Sie haben auch ganz häufig einen plausiblen physiologischen Hintergrund. Selbst die Werte aus dem Milan-Lab, die ich Ihnen gezeigt habe, wo ich so despektierlich gesagt habe, etwas ungewöhnliche Laborparameter, da lässt sich schon eine physiologische Begründung finden, dass die bestimmt werden. Routinewerte. Sie kennen vielleicht CK, Harnstoff, wird häufig in der Trainingssteuerung verwendet, sind wirklich billig. Das sind Centbeträge, die man da hinlegt. Das heißt also, man kann sie auch wiederholt bestimmen. Diese Werte, die Sie da eben gesehen haben, die gehen in die Richtung pro Bestimmung bei einem Spieler einmal bestimmt 20 Euro. Also kaum zu finanzieren. Selbst Bundesligisten tun das nicht. Hormone sind etwas, dem wird oft ein ganz großes Potenzial zugeordnet. Hormone steuern den Körper. Hormone müssen wir nur messen, dann wissen wir schon, wie der Organismus sich gerade, wo er sich befindet. Das ist sicherlich nur zu einem ganz kleinen Teil wahr. Und das liegt sehr stark daran, dass ganz viele Hormone, die der menschliche Körper hat, eine unheimlich starke Schwankung aufweisen. Cortisol ist das beste Beispiel. Cortisol schwankt am Tag um ein Vielfaches. Das heißt also, wenn man solche Laborwerte, solche Hormonwerte verwenden möchte, dann muss man das in unheimlich standardisierter Weise machen. Morgens um 9 Uhr nüchtern liegend. Das ist etwas, was zumindest nach meiner Erfahrung in Fußballmannschaften sehr schwierig ist. Und ich glaube, dass ich da unter relativ günstigen Bedingungen sogar arbeiten durfte. Und selbst unter diesen Bedingungen und selbst im Vorfeld eines Turniers kriegen wir diese Standardisierung kaum hin. Also denke ich, da ist eine große Skepsis angebracht, wie das in tieferen Klassen geht. Bei neuen Parametern, ich denke da insbesondere an sowas wie Vitamine oder irgendwelche
Werte, von denen Sie noch nie was gehört haben, wie die, die da eben standen, Heatshock-Protein, gibt es meistens keine Normwerte. Die werden aus irgendwelchen Forschungsgründen herausgebracht. Die sind möglicherweise plausibel, aber kein Mensch weiß bislang, wie ist denn der Normbereich. Und das führt dann dazu, dass sehr schnell irgendwelche vermeintlich hohen und vermeintlich niedrigen Werte überinterpretiert werden und Sie dann mit den Konsequenzen kämpfen müssen. Manchmal ist es besser, man bestimmt sie dann nicht. Beziehungsweise neue Laborwerte. Ich hätte gerne die Normbereiche gesehen und ich wüsste auch gerne, wie die bestimmt worden sind. Und da kommt oft gar nichts. Ich habe das öfter erlebt, gerade weil immer mal wieder an mich herangetragen wird, da müssen wir doch Vitamine bestimmen. Das einzige Vitamin, was im Moment vernünftige Referenzbereiche hatte, ist Vitamin D. Ja, alle anderen, das ist Raten und Rechnen teilweise, sehr, sehr schwierig. Und dann möchte ich noch etwas sagen zu den Medien, die man dafür verwendet. Es wird zunehmend propagiert, dass man Bestimmungen aus dem Speichel macht. Das kann ich auch gut verstehen. Sie brauchen dafür kein medizinisches Personal. Sie müssen aus dem Mund Speichel gewinnen und können dann Ihre Probe machen. Hat was für sich, gar keine Frage. Kann man auch wiederholt machen, weil es den Sportler nicht stört, er wird nicht gepiekt. Das können Sie sogar bei Jugendlichen machen. Das ist sehr tolerabel. Mit dem Urin ist es ein bisschen schlechter schon, aber im Grunde auch. Sie können sich Urinproben geben lassen und messen da sowas wie zum Beispiel den pH-Wert. Der hat zwar keine Aussagekraft, aber es wird halt auch oft angepriesen. Aber es ist nicht invasiv und es ist auch durchzuführen ohne medizinisches Personal. Aber beides, sowohl Urin als auch Speichel, sind bei weitem weniger standardisiert als Blut. Natürlich ist es schwierig, Blut zu gewinnen aus der Vene und das können Sie auch nicht selber machen. Manchmal hat man die Möglichkeit, Kapillarblut zu gewinnen aus dem Ohrläppchen oder aus der Fingerbeere, das ist schon leichter. Aber auch das ist etwas weniger standardisiert als Blut aus der Vene. Und in dem Moment, wo Sie also ausweichen, aus nachvollziehbaren Gründen, auf sowas wie Urin oder Speichel, werden die Probleme mit den Laborwerten, die ich Ihnen vorher schon erzählt habe, noch mal größer. Also sicherlich etwas, wo man mit viel Skepsis rangehen muss, wenn es einem angeboten wird. Ich habe mehrfach erlebt, dass so persönliche Profile erstellt werden, Stoffwechselprofile. Wenn Sie das wissenschaftlich hinterfragen, kommen Sie nirgendwo hin. Das ist etwas, wo man viel Geld ausgeben kann. Das Profil kostet eine Menge Geld, weil ungewöhnliche Laborwerte bestimmt werden und daraus folgen gelegentlich irgendwelche Substitutionsmaßnahmen, die auch nicht umsonst sind. Aber der Background ist ausgesprochen fraglich. Ein weiterer prinzipieller Punkt ist meines Erachtens die Diagnostik des Individuums. In den beiden Untersuchungen, die wir eben gemeinsam angeguckt haben, haben Sie immer die Mittelwerte gesehen. Die Mittelwerte haben sich teilweise verändert, teilweise weniger verändert. Was Sie aber doch wissen wollen, ist in der Regel, kann der Spieler morgen trainieren oder kann er nicht? Sie wollen nicht wissen, ob Ihre Mannschaft im Durchschnitt erschöpft ist. Sie würden gerne wissen, ob Ihr rechter Verteidiger erschöpft ist und Ihr linker Mittelfeldspieler möglicherweise nicht. Und das ist etwas, was man aus solchen Mittelwertsstatistiken oft nicht rauskriegt. Und ich zeige Ihnen mal ein Beispiel. Wir nehmen hier was ganz Simples, die Ruheherzfrequenz. Die lässt sich ja mit dem Pulstester sehr einfach erfassen. Und diese Ruheherzfrequenz wird gemessen einmal in einer Phase von mehreren Tagen, in dem kein Training stattfindet. Und sie wird einmal über eine Phase gemessen, wo ein sehr intensives Training stattfindet. Und das, was Sie sehen, ist das Ergebnis. Der Mittelwert bleibt ohne Training gleich und der Mittelwert steigt durch das intensive Training an. Nun könnte man messerscharf schließen daraus, okay, diese Ruheherzfrequenz ist ein guter Indikator, um uns Ermüdung abzubilden. Denn am Ende dieses intensiven Trainings herrscht sicherlich eine gewisse Ermüdung vor. Und so werden einem häufig, ich möchte nicht mal unsere Studien da immer ausnehmen, so werden einem häufig Ergebnisse präsentiert. Nach dem Motto, dann messen Sie doch die Ruheherzfrequenz. Ich zeige Ihnen jetzt mal die Einzelfallverläufe. Zunächst die Gruppe des intensiven Trainings. Wir haben hier eine Menge Spieler, die zeigen ansteigende Verläufe. Wir haben aber auch 1, 2, 3, die zeigen absteigende Verläufe oder keine Änderung.
Das heißt, 3 von 10 haben ein abweichendes Verhalten. Und das finden wir, da müssen wir jetzt nicht im Einzelnen durchgehen, bei den roten, bei der roten Gruppe, bei der Ruhegruppe auch. Das heißt also, wenn man ihnen eine ehrliche Auskunft geben würde, dann würde man sagen, okay, der Mittelwert verändert sich in der erwarteten Richtung. Aber in 3 von 10 Fällen würden wir eine falsche Diagnostik machen. Finden Sie das akzeptabel? Ich denke meistens wohl nein. Sie nehmen einen Spieler aus dem Training und haben dabei eine 30-prozentige Unsicherheit. Das ist eher nicht akzeptabel. Also diese Frage danach, ein Parameter wird Ihnen angeboten. Wie häufig, obwohl sich der Mittelwert in die richtige Richtung bewegt, wie häufig muss ich denn damit rechnen, dass er sich unerwartet oder falsch bewegt? Die muss ganz oft gestellt werden und sicherlich auch bei Laborwerten. Deswegen heißt das nicht, dass dieser Parameter total unbrauchbar ist. Aber man muss sicherlich eine gewisse Vorlaufphase haben in der eigenen Mannschaft, wo man ihn wiederholt misst. Und dann würde man möglicherweise sagen, ich gehe mal eins zurück, diese 1, 2, 3 Spieler, das sind Non-Responder oder wie wir immer sie nennen wollen, dann brauchen wir die beim nächsten Mal nicht mehr zu messen. Also der Punkt, den ich machen möchte, ist, dass man sich überlegt, was ist für mich eigentlich wichtig? Ist für mich wichtig, dass sich ein Mittelwert in einer Studie bewegt? Nein, sie wollen fast immer eine Individualdiagnostik und die muss stimmig sein. Und zwar mit einer Unsicherheit, die sie für akzeptabel finden. Und ich glaube, 30% Unsicherheit ist kein guter Wert. Dann kommen wir zu einem anderen prinzipiellen Aspekt, der meiner Meinung nach in einer Studie aus der Premier League relativ gut abgebildet ist. Der Greg Atkinson ist auch ein guter Statistiker, der damit gearbeitet hat. Und zwar geht es hier, das ist nur ein Beispiel der Spielanalysedaten, geht es darum, die sogenannte Match-to-Match-Variability, also die Schwankungsbreite von einem Spiel zum anderen, sich mal näher anzugucken. Und hier haben die, Sie sehen das schon, 1800, 1600, also hier unheimlich viele Beobachtungen sind hier eingeflossen in der englischen ersten Liga. Und dann haben die gemessen, die mit hoher Geschwindigkeit gelaufene Distanz, dann wurden auch die insgesamt gelaufene Distanz, die Sprintdistanz wurde gemessen, die Zahl der Sprints wurde ebenfalls gemessen. Und es wurde eben, das Ziel dieser Untersuchung war, nicht unbedingt zu gucken, unterscheiden sich jetzt die Positionen, das vielleicht auch, aber auch, wie stark variiert das von Spiel zu Spiel, damit man auch eine Idee hat, wenn ich jetzt eine Änderung sehe, ist die eigentlich im Zufallsbereich oder ist das etwas, woran ich arbeiten muss? Mein Mittelfeldspieler hat die letzten beiden Spiele mit hoher Distanz 250 Meter weniger absolviert. Spricht das dafür, dass er müde ist oder ist das eigentlich normal, weil diese Schwankung auftritt? Und wenn Sie hier mal schauen, wie groß diese Schwankungsbreite ist, die ist in vielen Fällen etwa im Bereich von 1/4 der gesamtgelaufenen Distanz, also schon ganz erheblich. Und mit diesen Streuungen, und das hier sind eben keine Standardfehler, sondern Standardabweichungen, mit diesen Streuungen muss man eben bei der Interpretation auch rechnen. Ja, Sie haben eine Veränderung der total gelaufenen Distanz, oder der mit hoher Geschwindigkeit gelaufenen Distanz von 600 auf 650, ja, ist eigentlich nur spontan Schwankung, wie sie eben auch normalerweise auftritt. Also sicherlich ein Aspekt, den man bedenken sollte. Und ein letzter Punkt, der meiner Meinung nach häufiger mal auftritt bei derartigen Untersuchungen, ist der Zusammenhangsanalysen. Es wird also geguckt, ob irgendein Parameter, den man bestimmt, in diesem Fall ist es ein Test, den man hier durchführt, die Repeated Sprint Ability, beziehungsweise dies ist ein Test bis zur Erschöpfung und es wird geguckt, ob diese Tests einen Zusammenhang aufweisen mit dem, was auf dem Platz passiert. Das ist eigentlich nicht unlogisch, denn wenn Sie einen leistungsdiagnostischen Test durchführen, dann gewinnt der ja an Bedeutung, wenn er eine enge Beziehung aufweist zu dem, was auf dem Platz passiert. Und dann hat man hier diesen Test, das Testergebnis genommen und stellt es dar gegen die gelaufene Sprintdistanz in einem Spiel. Und das, was Sie dann so sehen, sind solche Darstellungen, das sind Zusammenhangsanalysen. Also nach dem Motto, je höher dieser Wert, umso geringer die Sprintdistanz. Und das wird dann manchmal in so einem Korrelationskoeffizienten ausgedrückt.
Ich will das gar nicht statistisch weiter bewerten. Ich will nur einen Punkt machen dabei. Zusammenhangsanalysen geben Ihnen immer dann schöne Zusammenhänge, wenn Sie breit streuen, wenn Sie quasi vom schlechtesten Amateurfußballer zum Bundesliga-Fußballer alle drin haben, dann kriegen Sie wunderbare Korrelationskoeffizienten. Fast egal, was Sie machen, weil diesen Unterschied zu finden, ist fast jeder Test in der Lage, oder da können Sie alle möglichen Dinge nehmen, weil die sich an vielen Stellen unterscheiden. Wenn Sie aber ein sehr enges Spektrum haben, also Sie haben eine Mannschaft, die in diesem Test sehr ähnlich abschneidet, kriegen Sie häufig wesentlich schlechtere Ergebnisse. Das kann man fast sich grafisch überlegen. Ja, da gibt es relativ wenig Streuung und dadurch bekommen Sie deutlich schlechtere Zusammenhänge. Das heißt also, ist immer zu bedenken, wenn Sie auf solche Abbildungen gucken, schauen Sie auf die X-Achse, schauen Sie auf die Y-Achse, ist die sehr breit oder ist sie nicht so breit? Ja, ansonsten kann man Ihnen durchaus schöne Zusammenhänge suggerieren, die für Ihre Mannschaft gar nichts bedeuten. Hier sieht es ähnlich aus wie dort. Hier geht es, wie gesagt, nur darum, dass ein Test bis zum Maximum gelaufen wurde und der wurde in Beziehung gesetzt zu einer anderen Match-Analyse, zu einer Variable. Das ist das, was ich Ihnen eigentlich, so ein paar ausgesuchte Punkte, die ich Ihnen sagen wollte zum Bereich Diagnostik. Der weitere Teil befasst sich jetzt mit sogenannten Interventionsstudien. Das heißt also, es wird irgendetwas verändert, um Effekte zu erzielen in Ihrer Mannschaft, Training, Ernährung, was auch immer. Und hier haben wir auch verschiedene methodische Ansätze. Und zwar der, möchte ich mal sagen, schlechteste. Das ist aber auch einer, den wir gleich nicht mehr wiedergespiegelt sehen. Wir haben eine Gruppe, die hat irgendwie diese Intervention durchgeführt, also quasi eine Saison irgendwelche Nahrungsergänzung zu sich genommen und eine Gruppe, die hat das nicht zu sich genommen, die werden miteinander verglichen. Okay, das sind es gibt keinen Vortest, es gibt keinen Nachtest, es ist eine sehr unstandardisierte Herangehensweise beziehungsweise etwas, was wenig Aussagekraft besitzt. Und wenn wir jetzt weiter nach unten gehen, werden die Studien von der Methodik her zunehmend besser. Die Aussagekraft wird größer. Etwas, was wir häufig gerade in Mannschaften machen können, die sehr hoch angesiedelt sind, sind sogenannte unkontrollierte Längsschnittuntersuchungen. Also viele Mannschaften oder Mannschaftsführungen, die akzeptieren es gerade noch, wenn man etwas Neues einführen möchte und man probiert es aus. Das, was man aber eigentlich am liebsten machen würde als Wissenschaftler, man würde es dem Zufall überlassen, ob die Mannschaft das jetzt gerade macht oder sie macht es nicht. Das wird eben nicht akzeptiert, weil es dann dazu führt, dass die Hälfte der Mannschaft diese Intervention durchführt und die andere Hälfte nicht. Deswegen werden Sie gerade bei den Untersuchungen in den Top-Ligen immer wieder sowas hier finden, ein unkontrollierter Längsschnitt. Das heißt also, es gibt einen Eingangstest, der sieht meistens genauso aus wie der Abschlusstest und dazwischen findet eine Intervention statt. Also beispielsweise das Training wird verändert. Es gibt natürlich auch einen kontrollierten Längsschnitt, zeige ich Ihnen auch gleich ein Beispiel. Da hat man ebenfalls einen Eingangstest und einen Abschlusstest, aber man hat zwei verschiedene Gruppen. Die eine Gruppe macht die Intervention wie hier oben und die andere Gruppe macht weiter wie bisher. Sie setzt ihr normales Training fort. Möglicherweise, zumindest wenn es gut gemacht ist, verabreicht man denen noch einen Placebo, ja, sodass zumindest auch etwas passiert mit denen. Und dann das allerbeste Design ist sicherlich das sogenannte Crossover-Design. Wir haben also Personen, die machen Eingangstest, Abschlusstest, dazwischen die Intervention und später machen sie nochmal das mit einem Placebo. Und wir haben eine andere Gruppe, die machen Eingangstest, Abschlusstest, dazwischen Placebo und bekommen dann die Intervention. Erwähnen muss man noch, dass hier einige Zeit dazwischen liegt, weil die Effekte, die hier eventuell am Anfang auftreten, die müssen erstmal wieder verschwunden sein. Das ist also ein relativ aufwendiges Design. Das dauert locker dreimal so lang wie die da oben. Methodisch toll, aber sehr, sehr aufwendig. Und deswegen finden wir auch relativ wenige Studien mit diesem Ansatz. Als erstes eine unkontrollierte Studie. Gucken Sie sich nicht die Zahlen im Einzelnen an, das ist gar nicht wichtig. Ich will eigentlich damit nur deutlich machen, die unkontrollierte Studie, Eingangstest, Intervention, Abschlusstest, die ist eben das, was häufig gerade so machbar ist.
Ich hatte Ihnen eben gesagt, methodisch eher an der unteren, in der unteren Kategorie, nicht so toll. Aber es ist trotzdem natürlich etwas, womit wir umgehen müssen, weil uns gerade das oft berichtet wird. Gerade das können wir machen. Wenn wir das aber bekommen, dann ist es wunderbar, wenn wir es in dieser Art und Weise haben. Hier haben 21 Spieler teilgenommen. Es gab keine Kontrollgruppe, es gab keine Kontrollbedingungen. Dann sind diese Wissenschaftler hier, das sind Norweger, aber so ehrlich, dass sie uns alle Einzeldaten wissen lassen. Das heißt, wir haben genau die Möglichkeit, das, was ich eben kritisiert habe, selber nachzugucken. Nämlich, wenn wir nur die Mittelwerte haben, dass wir nicht wissen, wie bewegen sich alle Einzelpersonen. Wir können uns hier alle 21 oder 23 Sportler angucken und schauen, wie viele von denen haben bei dieser Intervention denn einen Effekt gehabt und wie viele nicht. Das heißt, wenn ich es jetzt in meiner Mannschaft anwende, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Spieler eben auch wirklich so reagiert, wie das in dieser Untersuchung der Fall war. Also unkontrollierte Studien möglicherweise aus wissenschaftlicher Sicht nicht so toll, aber wenn sie vernünftig berichtet werden, durchaus brauchbar. Ja, hier werden alle einzelnen Daten der maximalen Sauerstoffaufnahme, der Bewegungsökonomie, der maximalen Herzfrequenz, des respiratorischen Quotienten und wenn Sie in die Studie weiter reingucken, noch andere berichtet. Also durchaus etwas, womit man was anfangen kann. Die einfachste Kategorie der Studien, der Interventionsstudien. Eine sehr bekannt gewordene Untersuchung, die meines Erachtens auch dazu beigetragen hat, dass das HIIT-Training, also das Intervalltraining, in die Diskussion kam, stammt ebenfalls aus dieser norwegischen Arbeitsgruppe. Und dort hat man, das ist auch sehr hochrangig veröffentlicht worden, dort hat man ein Intervalltraining mit einer Kontrollgruppe verglichen. Also das Intervalltraining waren, glaube ich, 10 Personen, nur, nicht so viele, in der Kontrollgruppe nur 9 Personen, also kleine Gruppen, hochrangige Fußballspieler und hat das Intervalltraining auf das normale Training draufgesattelt. Diese Studie ist wirklich lesenswert. Also wenn man mal sich eine, wenn man sich ein bisschen näher dafür interessiert, also 2001, diese Helgerüth-Studie, ist total sorgfältig gemacht. Dort hat man diese Intervention gut durchgeführt, man hat eine Kontrollgruppe, man hat die Variablen gemessen, die wissenschaftlich interessant sind, man hat aber auch Variablen gemessen, die aus Praktikersicht interessant sind und man hat sogar geguckt, ob ein Ausdauertraining vielleicht sogar irgendwelche Nebenwirkungen haben kann. Es wird ja manchmal befürchtet, Ausdauer macht die Spieler langsam. Ja, ist vielleicht die Sprintgeschwindigkeit runtergegangen? All das wurde hier abgebildet und es stellte sich als eines von vielen Ergebnissen heraus, dass die Gesamtlaufdistanz durch das Intervalltraining deutlich zunahm, was durch das Kontrolltraining in derselben Mannschaft eben nicht der Fall war. Also ziemlich gut gemacht und eine Studie, die wirklich sehr lesenswert ist. Ein Beispiel zum ein weiteres Beispiel für diesen Vergleich von zwei Gruppen findet sich bei einem Thema, was ich gleich nochmal aufgreifen will, das Aufwärmen in der Halbzeit. Und dies hier eine Gruppe aus Kopenhagen, die sich damit auseinandergesetzt hat. 8 Spieler in der einen Gruppe, 8 Spieler in der anderen Gruppe. Die eine Gruppe hat ein Aufwärmtraining gemacht in der Halbzeit. Das war entweder, das war ein klassisches Aufwärmtraining erneut und das ist die Kontrollgruppe. Man hat also festgestellt, das wird Sie nicht großartig wundern, dass hier die Muskeltemperatur etwas höher ist nach einem Aufwärmtraining. Was man dann aber gesehen hat, ist, dass der Abfall der Sprintgeschwindigkeit direkt nach der Halbzeit deutlich vergrößert war in der Gruppe, die sich nicht aufgewärmt hat. Also ein Argument dafür, dass man die Halbzeitpause teilweise zum Aufwärmen nutzt. Das Ganze ist auch nochmal repliziert worden in einem Crossover-Design, also ein bisschen eleganter, später von einer australischen Arbeitsgruppe. Und auch dort finden sich relativ ähnliche Ergebnisse. Hier wurde allerdings mit der Vibrationsmassage gearbeitet. Aus Zeitgründen will ich da ein bisschen drüber wegspringen. Möchte Sie noch auf einen weiteren Aspekt aufmerksam machen, der sich gerade, meine ich, auch hierzulande häufig äußert und den wir vielleicht auch ein bisschen falsch einschätzen, weil viele dieser Untersuchungen, die kommen aus Skandinavien stammen. Und zwar hat eine norwegische Arbeitsgruppe hier eine Untersuchung vom Jahr 1989 bis zum Jahr 2012 mehrere 1500 oder so Fußballspieler untersucht und hat immer untersucht,
die maximale Sauerstoffaufnahme, die sogenannte VO2 Max. Sie sehen das hier auf der Y-Achse. Und Sie sehen hier auch, ich würde sagen, die liegen für Fußballspieler ganz ordentlich. Also ob wir das immer erreichen würden, das weiß ich nicht. Und haben dann diese Zeit eingeteilt in eine, also erste 6 Jahre, dann nochmal 6, wieder 6 und die weiteren 6 Jahre. Und wir finden komischerweise zum Schluss dieser Periode einen Abfall. Diese maximale Sauerstoffaufnahme ist eigentlich international das, was am häufigsten gemessen wird, um die Ausdauerleistungsfähigkeit abzubilden. Und diese Abnahme spricht ja eigentlich dem entgegen, was wir immer wieder sagen, was die Wahrnehmung ist. Fußball ist athletischer geworden, die Spieler sind fitter geworden und sie müssten eigentlich auch eine höhere Ausdauer haben. Das finden wir hier nicht wieder. Woran könnte das liegen? Letztlich kann ich es natürlich auch nur spekulieren. Also ich glaube überhaupt nicht, auch nicht in Norwegen, dass die Spieler dort weniger fit sind als in den 90er Jahren. Aber ich glaube, dass die Spieler, die sich in einem professionelleren Umfeld befinden, häufiger ein Problem haben, sich bei solchen Tests wirklich auszubelasten. Und das ist ein Faktor, der meiner Meinung nach bei der Bewertung ganz vieler Studienergebnisse zu berücksichtigen ist. Wenn Sie einen Test haben, der es erfordert, dass man sich maximal ausbelastet und Sie bekommen sonst kein vernünftiges Ergebnis, dann muss man auch gewährleisten, dass man sich wirklich maximal ausbelastet. Ansonsten sind die Ergebnisse wenig brauchbar. Und es ist mal eine Vermutung, die ich hier in den Raum stellen möchte, dass vielleicht mit der Professionalisierung, mit dem Gedanken, der immer mehr ins Spiel kommt, dass Spieler sich nicht so häufig ausbelasten sollten, auch hier die Ausdauerleistungsfähigkeit, zumindest so wie sie dort gemessen wurde, zurückgeht. Ein Beispiel, wo das berücksichtigt wurde, ist eine Untersuchung aus Frankreich. Das war, glaube ich, in der Mannschaft von Lille. Und wir haben hier einen Test, der durchgeführt wurde. Das ist die maximale aerob zu laufende Geschwindigkeit. Das ist so ein Test, wo man sich eben auch ausbelasten muss. Und die Autoren hier haben die maximale Herzfrequenz mit aufgeführt, also ein sogenanntes Ausbelastungskriterium. Also auch das etwas, wenn es einen Test gibt, der eine Ausbelastung erfordert, sollte man auch dokumentieren, dass eine Ausbelastung stattgefunden hat. Ansonsten gibt es solche Effekte, wie ich sie eben geschildert habe. Und in niedrigeren Mannschaften haben wir häufig das Gegenteil. Die Gruppe, die eine Intervention bekommt und die das vielleicht auch erkennt, weil sie Zusatztraining bekommt, die neigt dazu, am Ende einer Untersuchungsphase sich sogar stärker auszubelasten. Und das kann man natürlich ganz leicht kontrollieren, wenn man beispielsweise die maximal erreichte Herzfrequenz misst. Und Sie sehen hier 197, 196, 195, die war hier konstant. Und deswegen kann man mit diesem Effekt Trainingsperiode, Intervalltraining, hier war die Trainingsperiode, hier war die Kontrollperiode, auch wirklich etwas anfangen. Um auf die methodischen Aspekte zurückzukommen, dies war also quasi eine Crossover-Studie. Diese Spieler haben zunächst eine Kontrollperiode gemacht und haben dann auf das Intervalltraining gewechselt. Die andere Reihenfolge geht natürlich nicht, sonst hätte man ja die Trainingseffekte des Intervalltrainings später verloren. Nach so vielen Studienaspekten möchte ich auf das zurückkommen, was ich Ihnen eingangs angekündigt habe, den Versuch, ein paar Leitfragen zusammenzufassen, mit denen man sich meines Erachtens auf einfache Art und Weise darüber orientieren kann, ob eine Studie für Sie brauchbar ist oder nicht. Und auch diese Leitfragen möchte ich entsprechend den besprochenen Untersuchungen unterteilen in Diagnostikstudien und in Interventionsstudien. Ich denke, das Wichtigste bei diesen Diagnostikstudien ist, dass Sie in der Regel eine Aussage benötigen für den Einzelfall, für den einzelnen Spieler. Das heißt, wenn Ihnen etwas angepriesen wird, ist es vollkommen berechtigt zu fragen, wie hoch ist meine Unsicherheit im Einzelfall? Und dann können Sie sich entscheiden, ob Sie damit leben können oder nicht. Das Zweite ist, wird etwas gemessen, was mich wirklich interessiert? Ein Parameter, mit dem ich was anfangen kann, aus dem ich auch bereit bin, eine Konsequenz zu ziehen. Wenn nicht, nehmen Sie Abstand davon. Etwas, was ich jetzt eigentlich nicht so ausführlich besprochen habe, was aber, finde ich, erwähnenswert ist. Rechtfertigt der Zweck den Messaufwand?
der Messaufwand besteht ja nicht nur darin, dass da jemand kommt und macht eine Messung und Sie bekommen das Ergebnis, sondern zumindest je höher Sie angesiedelt sind mit Ihren Mannschaften, wenn solche Messungen durchgeführt werden, darüber wird geredet, es bekommt ein bisschen Unruhe rein, das kann vielleicht auch mal erwünscht sein, es kann aber auch durchaus störend sein. Ja, man muss sicherlich abwägen, haben wir durch diese Neuaufnahme einer Diagnostik wirklich so viel Mehrwert, dass wir das Ganze drumherum, was dadurch entsteht, tolerieren können. Also ich habe es auch gelegentlich erlebt, das war manchmal auch nur wirklich in wissenschaftlichen Studien, dass dann so eine Fixierung einzelner Spieler auf diese Messungen zustande kam, dass man es gar nicht so gerne wollte. Und natürlich die Streuung der Messungen. Ja, wir haben sicherlich etwas wie eine biologische Schwankung. Ich habe Ihnen das beim Cortisol erklärt, dass das am Tag natürlicherweise schwankt. Wir haben auch sowas, zumindest wenn es sich nicht um Laborwerte handelt, wie eine technische Schwankungsbreite. Ja, selbst wenn Sie das gleiche Körpergewicht, mit der Waage mag es noch gehen, aber wenn Sie aus dem gleichen Blut zweimal einen Blutparameter bestimmen, sind Sie nicht ganz ohne Messfehler. Messfehler ist normal, ist also ebenfalls zu berücksichtigen. Bei den Interventionsstudien, die Probandenauswahl, ist das, was da gemessen wurde, auf meine Mannschaft übertragbar? Oder bestreitet meine Mannschaft ihr Training und ihre Wettkämpfe vielleicht unter einer ganz anderen Prämisse als die Mannschaft, die dort untersucht wurde? Trainieren wir doppelt so häufig oder haben wir den doppelt so großen Kader? Ist das übertragbar? Dann die Zielparameter. Sind die plausibel? Das können Sie häufig mindestens genauso gut beurteilen wie die Untersucher. Gut, diese norwegische Arbeitsgruppe, die ich so positiv genannt habe, die haben sich viel dazu überlegt, aber die haben auch mit den Praktikern zusammengearbeitet. Was ist aussagekräftig? Ist es für Sie interessant, wenn ein Laborwert schwankt? Möglicherweise nicht. Ist es für Sie interessant, wenn Ihre Spieler mehr sprinten? Möglicherweise schon. Ja, das ist eben zu entscheiden. Und wenn Sie einen Effekt finden, ist der wirklich größer als der Placebo-Effekt? Kann man natürlich eigentlich nur rauskriegen, wenn man eine Studie hat, in der ein Placebo auch angewendet wurde. Ansonsten kann man eben nur versuchen, das etwa abzuschätzen. Und dann ist sicherlich die Spontanschwankungsbreite ein wichtiger Punkt. Und schließlich, ich glaube, ein Aspekt, der gerne vernachlässigt wird, sind die gemessenen Zielparameter abhängig davon, dass sich Spieler maximal ausbelastet haben. Wenn das der Fall ist, dann muss man unbedingt schauen, ob diese Ausbelastung auch erreicht wurde. Beispielsweise anhand der maximalen Sauerstoffaufnahme, der maximalen Herzfrequenz, das war ein Versprecher. Zusammenfassend, ich denke, dass wissenschaftliche Studien auch von Ihnen bewertet werden können. Selbst wenn das jetzt vielleicht eine Menge Parameter waren oder eine Menge Fragen, es reicht ja, wenn Sie einige davon behalten, die für Sie relevant sind. Und es ist sicherlich kein Hexenwerk, das grundsätzlich nur an einen Wissenschaftler delegiert werden muss. Und dementsprechend, wenn man keinen hat, dann kann man sich nicht damit auseinandersetzen. Plausibilität, gesunder Menschenverstand hilft oft auch weiter. Und es ist ganz häufig etwas, was man explizit fragen sollte, haben wir eine fußballspezifische Bedeutung dieser Ergebnisse oder haben wir nur irgendwelche abgefahrenen Laborwerte, von denen uns jemand erklärt, sie seien bedeutungsvoll? Sicherlich ist ein Doktortitel nicht kein Ersatz für eine vernünftige Erklärung. Und denken Sie daran, bei Neuigkeiten, die beworben werden, insbesondere damit, dass besonders bekannte Spieler das machen, diese Spieler kriegen meistens Geld dafür, dass sie diese Werbung machen. Das heißt noch lange nicht, dass sie das wirklich nehmen. Ich kenne viele Beispiele dafür. Und das heißt erst recht nicht natürlich, dass ein Effekt belegt ist. Von daher, gerade eine ausufernde Werbung mit vielen bekannten Leuten, manchmal lohnt sich ein Blick auf die Homepage, sollte Ihnen eine gewisse Skepsis bringen. Wenn da 5 bekannte Spieler sind und keine einzige Studie, ich glaube schon, dass es jetzt vielleicht viel skeptische Worte waren. Ich möchte dennoch schließen mit einem etwas konstruktiveren Aspekt. Und ich glaube, dass wir eigentlich
so im Spitzenfußball eher eine größere Offenheit für wissenschaftliche Ergebnisse haben sollten und für wissenschaftliche Studien. Denn ohne diese Studien gibt es im Endeffekt keine wirkliche Innovation. Und die Teilnahme an solchen Studien ist oft etwas, was auf den ersten Blick den Alltag durchbricht. Und man würde ganz gerne ja doch andere Dinge machen. Jetzt kommt der schon wieder mit seinen standardisierten Uhrzeiten. Aber die Rückmeldung von wirklich auch vielen Vereinen, mit denen wir Studien gemacht haben, ist die, dass es oft so viel positive kleine Abfalleffekte gibt, die wiegen das Unpraktische, was eine Studie mit sich bringt, längst wieder auf. Und Sie dürfen ja auch voraussetzen, wenn man an Sie herantritt, dann hat man sich vorher schon gut überlegt, ob das nicht für eine Fußballmannschaft zu störend ist. Also viele, viele dieser Ansätze, da darf man auch mal einen Tag abwarten und sich noch mal überlegen, stört das wirklich so sehr oder können wir da nicht doch teilnehmen? Also es bringt sicherlich primär mal für Sie was, natürlich auch Erkenntnisgewinn für die ganze Fußball-Community. Und also mein Appell wäre, seien Sie bitte nicht feindlich gegenüber der Wissenschaft, stellen Sie kritische Fragen, aber machen Sie auch mit, denn sonst kommen wir nicht voran. Ein allerletzter Punkt für diejenigen, die sich näher dafür interessieren: Es gibt seit 2 Jahren eine wissenschaftliche internationale Zeitschrift und ich habe das Glück, da einer der Herausgeber sein zu dürfen. Die nennt sich Science and Medicine in Football. Die finden Sie in allen gängigen Datenbanken und dort finden Sie viele, viele neue Erkenntnisse, die sich ausschließlich mit dem Fußball auseinandersetzen. Zugegeben, es ist in englischer Sprache, aber man muss ja auch nicht immer die ganzen Texte lesen. Schauen Sie mal rein, das ist wirklich etwas Fußballspezifisches, was es bislang noch nicht gab und ich denke von hoher Qualität. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich wäre froh, wenn es noch einige Fragen gibt.